Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gothic 3. Und warum soll das hier Fähigkeit schon wieder so eingestellt? Das ist doch schon irgendwie muss 100. Hui! Okay. Ich krieg das hin. Ich krieg das irgendwie hin. Irgendwie krieg ich das hin. Ja. Okay, wir wollten ja mit Chris reden. Und unser. Warum ist da. Ah, das bin ich. Ah, ich dachte, das ist mein Wasser, ja. So, und zwar, man sieht es auf der Karte ein bisschen blöd, finde ich. Hier sieht man es ein bisschen. Okay, sieht auch ganz beschissen aus. Okay, wir schleichen uns jetzt. Also, Plan ist es. Wir machen jetzt hier. Wir reden erstmal mit Chris. Wir schleichen uns hier an die Orkmassen vorbei. Die man, denke mal, schön von hier sieht. Tut mir leid, Chris, aber ich habe dringende Aufgaben zu erledigen. Hirschjagd. Kann ich die nicht looten? Ach so. Stimmt ja, das geht ja nicht mit ausgestreckter Waffe. Ne, so nicht. Okay, ich werde erst noch den Hirsch looten. Und dann gehen wir zurück zu Chris. Scheiße. Getroffen. Kill's kill. Ja, was anderes sagt, ist blöd. Oh, ich finde das ja so geil gemacht mit Hirschen. Weil es ist ja der Standardbogen, mit dem ich ja die Viecher töte. Man sieht doch hier die haufenweise Orks. Also das heißt, hier gehen wir allzu nah ran, weil ich will noch ein bisschen weiterleben. Lass mich meinen Speer nehmen! Mistvieh! Den Viechern habe ich Respekt. Blutfliegen könnte einem das Leben ganz schön zur Hölle machen, wenn sie die Chance haben. Das machen die auch leider allzu gerne. Ah, ich habe hier noch Pfeile, also ist mir das scheißegal. Und ich muss sagen, ich lasse mich ein bisschen leicht ablenken. Okay, in die Höhle gehen wir jetzt nicht rein, wir reden mit Chris. Alter, das ist ein Hase. Wir haben jetzt 20 Erfahrungspunkte, weil ich Hase getötet habe. Okay. Okay. Weil ich glaube, die Hirsche haben zu einer Quest gezählt. Damit die keinen extra Namen hier haben. Kommt die Blumen nicht noch schnell mit. Die Kiste? Ja, die habe ich gemacht.
Weil ich wollte ja eigentlich nur kurz da hinten sein, dass da die ganzen Orks sind und wurde schon wieder abgelenkt. Okay, Chris. 5 Minuten später, reden wir mit dir. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich halte mich mit dem über Wasser, was ich hier in der Küstenregion finde. Du lebst ganz allein hier draußen? Warum nicht? Ich habe keine Lust, mich von den Orks versklaven zu lassen. Die Banditen lassen sich auch nicht verarschen. Sie greifen alles an, was sich ihnen nähert. Aber wo du auf keinen Fall hingehen solltest, ist die Hauptstadt Vengard im Norden. Alter, da kampiert ein ganzes Heer. Ich würde nicht zu nah an sie rangehen, wenn ich du wäre. Verstehe. Zeig mir deine Ware. Er hat Pfeile. Ich habe aktuell keine Ahnung, welchen Bogen. Könnte den... Nee, könnte ich nicht. 180 Jagdgeschick, könnte ich den Bogen nehmen. Na gut, 120 hätte ich Langbogen. Ich habe aber, glaube ich, schon den Langbogen. Ich übernehme mal Pfeile. Pfeile gehen immer. Genau. Ich sag so, so ein bisschen Kleingeld kann man halt immer dabei haben, falls man irgendwie was lernen will. Kannst du mir das Jagen beibringen? Allerdings nicht umsonst. Jeder muss heute sehen, wo er bleibt. Du bringst mir das Fleisch der scheuen Hirsche drüben im Osten und ich zeig dir ein paar Tricks. Was meinst du? Ist das fair? Ich besorg dir das Fleisch der scheuen Hirsche. Gut, aber pass auf dich auf. Wenn dich die Orks vor der Hauptstadt Vengard ausspüren, bist du zu weit gelaufen. Klar? Klar. Okay, im Osten. Das heißt hier. Es sind noch keine Hirsche. Ich meine, Scheuhirsche habe ich hier gesehen, Richtung Norden. Oder kann es vielleicht sein, dass irgendwie noch welche anderen rumgammeln? Okay, was zur Hölle ist da gerade los? Es wäre eine Schande, den nicht mitzunehmen. Aber so eine Schande ist es eigentlich, die Erfahrungspunkte nicht mitzunehmen. Aber bei der Masse an Orks. Könnten halt die Erfahrungspunkte kriegen, weil ich wähle erst Leben. Nein! Jetzt muss ich mich hart gegenheilen. Es lief alles so gut. Okay, sag's mal so mit Feuerbogen zu erschießen, ist das schon gut. Es funktioniert halt gut. Einzige, was halt nicht funktioniert, ist halt, dass. Boah, das kämpft immer noch. Jetzt auch die Scheuer. Die schönen Hirsche finden. Die könnten halt weiter Richtung Norden gezogen sein.
Oder ein Nazi hätte eine Hülle da, naja, verlaufen. Ah, fuck. Sobald ich das alte Wissen habe und das machen kann, gehe ich dann noch stärker, damit ich für den Nacken gerüstet bin. Ja, ist die Ausdauer niedrig? Dann schaffe ich es mit diesen Hin- und Herschlagen. Gut, die Wölfenschachtzeiten. Ist die Ausdauer auch voll? Ein anderer Move und da ist es Ruhe. Sind jetzt die Hirsche? Nicht, dass ich die Quest eigentlich schon erledigt habe und ein Bug vom Spiel sagt, nee. So nicht. Ruckel, 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 ruckel. Okay, kann ich bloß in der Hülle nochmal nachgucken. Das waren zu viele. Bald ist es auch so, ich habe die verscheucht und die sind erst ab einem gewissen Punkt wieder da. Das heißt, sie müssen erstmal neu laden. Könnte sein. Los. Also hier in der Nähe von Vanguard ruckelt es ein bisschen, aber es liegt am Spiel, nicht an meinem PC. Ich muss einmal mehr essen, genau. Wo krieg ich noch auf? Die Truhe nicht mehr. So, die Frage ist jetzt, wo sind die Scheuerhirsche? Also die scheuen Hirsche. Irgendwo müssen die ja sein. Ich habe ja zwar schon ein paar getötet, aber es können ja nicht alle gewesen sein. So, und warte ja, laut dem Questlog, das ist Hauptmission. Bring mir das Weiche da drüben im Osten und ich zeig dir ein paar Tricks. Okay, im Osten, das ist da. Auch ein paar scheue Hirsche habe ich ja schon gesehen in der anderen Seite, andere Richtung. Nee. Hier sind ja die Banditen.
Nicht, dass würde ich jetzt dumme Sachen brauchen von den Hirschen. Aus irgendwelchen Gründen noch immer wirklich in die Orks drin gelaufen sind, weil dann. Ja, da war es das. Da kann ich es wirklich vergessen. Weil es hat ja auch gesagt, wenn ich bei den Orks angekommen bin, bin ich schon zu weit. Und ich bin ja quasi schon bei den Orks. Boah. War klar. Zwei lumpige Wölfe machen mich fertig. Ich glaube, sie kann erzählen. Aber sind auch noch deutlich mehr, also. So, zwei von diesen Drecksblutfliegen. Blutfliege tötet mich hier halt nicht direkt. Alter, der Nähe der Barriere geht's immer erstmal. Okay, bestenfalls bräuchte ich jetzt erstmal ein Bett, um erstmal die Hirsche zu resetten. Das nächste Bett wäre ja eigentlich dann Reddock oder halt Adair. Verdammt. Alles in Ewigkeit weit weg. Nicht stimmt, das nächste Bett war aber bei den Banditen. Da brauche ich nicht hinzugehen. Oh Mann! Weißt du, fängst du hier an? Denkst du, alles klar, tötest mal nur ein paar Hirsche. Und jetzt ist entweder die Quest verpackt oder was anderes. Weil wenn einer von den Viechern halt in zu den Orks drin gelaufen ist, war es das. Kann ich vergessen. Ich kann mich eh bloß hier irgendwie außen dran vorbeischleichen. So, wenn ich jetzt über Farin bin. Jetzt würde ich hier bitte nehmen.
Frage. Okay, die sind starker. Die sind nochmal ein Ticken stärker. Die kann ich ja noch umgehen. Ja, auch schon froh, wenn ich in Barbarien ankomme und sage, ich habe den Teleporter, kann ich einfach dorthin teleportieren. Weil dann gehe ich lieber von Redok nochmal los. Weiß aber auch, wo sind immer die Teleportsteine? Oh nein, was bist denn du für Mistvieh? Ein Ripper. Okay, drei Viertel Leben konnte ich abziehen. Drei Viertel. Vielleicht hätte ich mich den Rest in den Nahkampf stellen müssen. Aber bis jetzt sind die Folge noch nicht so erfolgreich. Bei 100 Erfahrungspunkte leckt mich am Arsch. Das ist eine Hütte. Und Rolle. Das Spiel ab und zu einfach mal so tierisch ruckelt. Ich rede noch mit keinem. Weil für mich ist erstmal wichtig jetzt, toll, ich habe einen Toll getriggert. Kann ich den so, ja, ich kann den so zuspammen. Ich klappe schon auf das einen von einem Möhren mal. Nutze mal die Packe. Ich suche einen Teleporter, Jungs. Habt ihr einen gesehen für mich? Teleportstein? Da. Dann teleportieren wir uns erstmal nach. Ne, in dem Art der. Näher dran sein.
Nimm die erstbeste Möglichkeit und schlafen, also bis zum nächsten Morgen. So, und jetzt voll ausgeruht und voller Elan. Töten wir die Hirsche. Noch nicht, dass jetzt eine Hirschjagd so elendig in die Länge ziehen kann. Aber wenn man die Viecher einfach nicht findet. Es ärgerlich ist natürlich, wenn die Quest verbuggt ist, weil ich die vorher schon getötet habe. Aber dann gäbe es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ignoriere das. Oder ich mache jetzt die 26 Minuten Fortschritt einfach für den Arsch. Und ich persönlich hoffe, dass es einfach nur ist, ich gehe dahin, da sind sie da und gut ist. Das hoffe ich. Ich hoffe einfach, dass das Neuladen der Karte und so ein bisschen was gebracht hat. Aber der scheint wohl nicht so. Und richtig viel Pech sind die einfach nur, sind halt ein paar von denen richtig tief in die Orkmasse drin, die laufen. Ah, das ist so ärgerlich, Leute. Da würde ich mal sagen, da hat sich die Hirschquest erledigt. Weil ich sehe da keine Hirsche. Ich weiß noch nicht, wie viele das eigentlich sein sollten oder sind. Ich könnte bloß eins machen, ich könnte mal mein Leben riskieren und einfach mal in den Orkmasse rinrennen. Weil für ein paar Sekunden überlebe ich ja. Aber mit etwas Glück mache ich einen gezielten Sniper-Schuss. So, ich riskiere einfach mal mein Glück. Der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen, Mann. In gewissen Bereichen kann man ja mit etwas Glück noch hinrennen. Ich will sogar speichern jetzt, also es ist halt so, okay. Das ist ärgerlich.
ersten Mal ran habe ich geschafft, den zweiten nicht mehr. Und ich glaube, die Hirschquest ist verbuggt, meine lieben Freunde. Aber die hat sich wohl erledigt. Mega ärgerlich. Aber was willst du machen? Auch noch krank. Das Mist viel getroffen hat. Oh cool, ich kann nicht ins Inventar zurückgehen. Neuladen, oh, weil es ein Bug aufgetreten. Oh, das ist doch jetzt echt ein Krampf. Die Folge ist doch jetzt echt schon wieder ein Krampf. Da schafft man es, die Parade zu töten. Wird dann noch vergiftet. Oder er sagt, krank. Jetzt wird nicht den anvisiert, aber okay. Da! 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 Speichern. Sind nächster Feuerwaran. Okay, hat geklappt. Ohne Kratzer. Sag mal, so wenn man von den kleinen Echsen wenigstens ein bisschen Fleisch rauskriegen würde. Lange nicht viel, bloß ein Fleisch oder so. Ja, schon cool. So, damit könnte ich mein altes Wissen um 72 Punkte steigern. Ich bräuchte aber eher mehr Bücher jetzt dafür. Na, die Küste schauen wir uns jetzt mal noch an. Aber jetzt gefühlt auch nichts mehr. Hey, okay, doch eine kleine Goblin-Höhle. Scheinbar sind die ein bisschen mit der Situation überfordert.
Ist ja nicht mein Problem. Millimeter wegbewegen. Und da steht schon die nächsten Goblins. Also würde sich nicht einfach wegschießen lassen, wäre der Kampf richtig schwer. Dazu gibt es auch gleich noch die Erfahrungspunkte von den ganzen Fleischschwanzen. Weil es so schön lecker oben drauf. Ich glaube, je nachdem, wo man die hintrifft, im Körperbereich, macht es immer unterschiedlich viel Schaden. Hey, da kommen sie ja! Oh, sobald die da sind, keine Chance mehr. Keine Chance im Nahkampf. Da sind die schon wieder mit dem Scheißstock viel zu schnell. Einmal ist der DPS viel zu hoch. Okay, da renne ich erstmal weg. Verschaff mir Luft. So sind sie mir lieber. Wenn sie keine Ahnung haben, was sie tun sollen. Ey, mir ist egal, wen ich treffe. Ich treffe immer eine Richtung. Ist ja gerade schöne Schießübung. Wisst ihr das? Ja, ja, beschütze ihn. Mit deinem Leben. Sag tschüssi. Oh, da ist mal Gold dabei. Also das sind die Erfahrungspunkte, das ganze Fleisch lassen wir nicht nehmen. Ich weiß noch nicht, wie viel das Fleischschwanzenraum bringt, aber... Aber der Mass an Fleischschwanzen, was hier noch rumkraucht... Haben hier jetzt mal 25 Erfahrungspunkte. Nein! Dein Loot haut immer unübersichtlicher da.
Normalerweise müsste ich das dann einmal bupp alles aufsammeln. Da ich ja weiß, unten kommt eh noch mal eine letzte Horde. Gehe ich erstmal nur durch und schnitzel mich so ein bisschen durch. Hole die nächsten. Also mit diesen Schnellschießen sind die auch überfordert. So ein bisschen. Sind es denn von euch? So weit kannst du auch keine mehr geben. Noch zwei. So, erfahrungsgemäß fauchen hier noch so ein paar Viecher rum. Kommt die schon an die nächste Goblin an? So, ich hoffe, das war jetzt auch wirklich der letzte. Jenny ist klar. Also wenn der Ogre mich verfolgt, den begegne ich nur im Distanzkampf. Also den trete ich nicht im Nahkampf gegenüber. Zumindest würde ich es jetzt erstmal nicht probieren wollen. Zwei von denen auch noch. Und gerade zwei. Als ob nicht einer von denen schon schwer genug wäre. Natürlich auch da hinten in der Ecke.
Okay, laufen und umdrehen. Gebe ich dem Mistvieh. Ich habe mit exakt 1 HP überlebt. Meine Fresse, das war knapp. Findest du die auch herrlich, dass noch zwei Goblins mitspielen wollen, Jo? Au! Jetzt ist er ein bisschen überfordert mit der Situation. Perfekt. Jetzt kann ich immer schön zwischen die Augen schießen. Boah, wie viele Pfeile ich in dem verbraucht habe schon. Ich habe mit über 200 Pfeilen die Folge angefangen. Und größtenteils hatte ich die in der Höhle verstreut in den Goblins drin. Okay. Das war's. Nur noch die restlichen kleinen Erfahrungspunkte einsammeln. Und die ganzen Fleischpflanzen looten. Schatz, 250 Gold. Ist alles da rein, das, was jetzt so an Loot rauskam? Hat es sich zwar nicht gelohnt, aber erfahrungspunkte technisch definitiv. Also erfahrungspunkte technisch ist das, ist die Höhle ja Gold wert gewesen. Gut, bei Loot, ich weiß nicht, wie viel man jetzt Fleischpflanze bringt beim Essen. Ob das im Verhältnis viel ist oder doch ein wenig. Das sind halt solche Daten, mit denen ich jetzt erstmal noch nicht anfangen kann. Ich glaube, das Fleisch an sich wird mir gar nicht springen gefühlt. Die ganzen Goblins, die haben einiges jetzt. Zauberwurzel, also auch eine Menge jetzt Mana regenerieren. Einiges an gebratenem Fleisch schon.
Wahrscheinlich ist es ja das gebratene Fleischschwanzenfleisch. Ich nochmal mit dem Dings in der Hand durch. Dass ich irgendwas übersehen habe. Wenn ich jetzt auch eine Leiche übersehen habe, ist es nicht allzu schlimm. So, gucken wir mal. 97 rohes Fleisch. Das Fleischschwanzenfleisch können wir braten. Fleischschwanzenfleisch 10%, das andere bringt 20%. Bin ich persönlich gesagt damit zufrieden. Ich stehe noch gefühlt wieder kurz vorm Level ab. Quest-technisch sehen wir den Hirschen, sind wir leider voll versagt. Die haben die Hirsche immer noch nicht gefunden. Klar, dass sie in der Küste nicht rumlaufen, ist eigentlich völlig logisch. Aber dort, wo sie sein sollen, sind sie halt nicht. Und ich hatte jetzt zumindest gehofft, dass ich etwas Glück hier unten welche finde. Oh, jetzt sind wir hier unten angekommen bei Adera. Wir reisen auch nochmal zurück nach Adera. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt hier nochmal wie sehe. Ansonsten wird die Quest einfach als Fehlschlag gegolten und... Tja, der Plan der Folge ist dann auch ein Fehlschlag, ne? Weil... wollt ihr die Hirsche töten. Einzige Sache, die helfen könnte, also wirklich die einzige Sache, wenn Neustart vom Spiel und ich das ins Hauptmenü gehe und die irgendwie respawnen oder sowas in der Art. Hier in der Nähe der Barriere, ich habe einfach Frame Drops. Aus unersichtlichen Gründen. Ha! Da ist er! Schön ruhig bleiben. So, wo ist er? Ja, bitte! Geht doch! Du Mistvieh, du warst aber auch eine Geburt jetzt. Echt schwere Geburt. Die scheuen Hirsche sind erlegt. Gut gemacht. Wie sieht's aus mit dem Fleisch? Zeig. Achso, ja, ich habe das ganze Fleisch ja, eigensinnig verwertet. Das heißt, ich muss jetzt mal Wolfwölfe töten. Sie gibt jetzt einfach mal Wolfbleibsch. Den Unterschied würde ich eh nicht merken. Oh, komm schon. Komm, kommt nach oben. So, ein Wolf weniger. Ah!
Jemai. Die Alternative wäre, dass ich stärkere Pfeile nehme für die beiden. Aber sie sind beide auch jetzt erstmal verschwinden. Wobei, ich verwende sie wahrscheinlich eh nicht. Ich ahne, ich bin. Ich werde wahrscheinlich eh keine anderen Pfeile mehr verwenden. Noch ärgern? Wenn ich die jetzt da, wenn ich die stehen lasse, weiß ich, dass sie noch nicht drin war. Ich glaube, besser. Jetzt habe ich auch 5 Dinge rohes Fleisch. Ich glaube, es waren noch 5 Hirsche. Müsste stimmen. Ansonsten würde ich sagen, ich finde irgendwo noch mal ein kleines Wölfchen oder so. Oder ein Hasen. Hier hast du 5 Keulen rohes Fleisch. Sehr gut, ich danke dir. Wie war das noch? Du wolltest etwas von mir lernen. Bring mir was über die Jagd bei. Den kann ich Orkjäger lernen. Zeig. Okay. Meine Presse, nur die Hirsche. Das hat jetzt was eine Stunde gedauert, weil ich einfach den einen Hirsch gefunden habe. Enttäuschend. Nein, es ist verflucht gewesen. Also, wir können jetzt auch nach Fahrregen gehen. Da werden wir es auch hingehen, weil da wird unser nächstes Aufgabengebiet. Wir können ja nochmal den einen Troll töten oder allgemein uns um die Trolle kümmern. Ich bin auch der Meinung, es gab auch mal eine Quest dafür, aber ich habe auch die dunkle Ahnung, dass wenn ich die Quest mache und ich ohne Begleiter habe, dass der Begleiter durch die tolle Stirn. Ein Troll wäre in Ordnung, nicht mehr. Habe ich eigentlich vorher gespeichert? Egal. Es funktioniert, ich kann die staggern. Dauert bloß, aber ich stagger sie einfach zu Tode. So, 80. Reicht noch nicht, aber wenn ich jetzt so altes Wissen kriege, würde schon 10 altes Wissen reichen. Ja, 15. Kann ich nämlich dann das hier lernen, schnell lernen. Wirklich mehr Erfahrungspunkte. Das ist echt Gold wert, meine Freunde. Das ist echt richtig viel wert. Hoppala. Das werde ich jetzt noch kurz machen. Ich werde ihn noch mal. Ich weiß, ich wollte ja nur die Trolle töten, aber es ist. Ich sehe immer so super Gothic. Man hat sich irgendwas in den Kopf gesetzt. Und das müssen wir noch zu Ende machen, weil ich genau weiß, wenn ich die nächste Folge aufnehme, werde ich das auch sowas von vergessen haben. Irgendwo wird denn noch so ein Puls sein.
Wenn es das oben in der Stadt ist, so kann ich das questen. Ja, wird das oben in der Stadt sein. Aber ich freue mich halt, dass die Landhaut ist besser. Naja. Stell mich am Anfang der Brücke noch hin, damit ich weiß, hier bei Fahren geht's weiter. Und dann rede ich mit den ganzen Leuten und dreh mich in die Oberstadt. So, bei den drei toten Trollen, so. Schöner Anblick, wie sie vor mir niederknien. Ja. Nein, ich möchte nicht schreiben. Ich möchte so speichern. Sag doch bitte speichern. Ach, egal. Naja, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind in Fahrrad angekommen. Die Quest mit der Hirschen hat sich leider in die Länge gezogen. Ich habe mich auch ein bisschen ablenken lassen mit der Goblinjagd und Co. Aber wie dem auch sei, wir waren erfolgreich. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Fortschritt erzielt. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, Abo da. Wenn ihr nicht verpassen wollt, dann klickt auf die Glocke. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.